Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Heute ist Krobus Geburtstag, der Winter ist da. Krobus hat Geburtstag? Oh, da müssen wir uns ja echt drum kümmern. Ja. Werkzeuge verbessern, das brauche ich alles zum Glück nicht mehr. Damit bin ich durch. Krobus hat Geburtstag, Mensch. Ja, der Winter ist da. Ja, es ist... Brrr, es ist... eisekalt draußen. Aber hier zum Glück ist... Zum Glück ist hier gut geheizt, wollte ich sagen. Und, ja, dann schauen wir doch mal, was der Winter uns so bringt. Ich will ja ein bisschen umbauen, ein bisschen dazu bauen. Gleichzeitig... zusehen, was wir sonst noch so alles Schönes machen können. Jetzt haben wir ja ein bisschen weniger zu betreuen und ich werde mir auf jeden Fall jetzt schön die Wintersternmütze aufsetzen. Für den Rest des Winters. Laufe ich herum wie der kleine Weihnachtsmann. Oh. Linus hat uns ein bisschen Sashimi hingestellt und die Kürbislaternen sind eingegangen. Ja, da hätte ich mal drauf aufpassen müssen. Tja, und hier ist jetzt alles mehr oder weniger vergangen. Aber wir können das immer schnell neu bestellen hier. Und dann kümmern wir uns mal um Krobus Geburtstag her. Den habe ich nicht vergessen, den will ich auch nicht vergessen. Ah, die schöne Wintermusik wieder. Macht den Winter nicht nur erträglich, sondern auch irgendwie schön. Und es ist ja auch wirklich ein herrliches Winterwetter jetzt gerade hier draußen. Und das ist wirklich super, der Trick mit den... Steinplatten drunter, dass man dann nicht ständig neu machen muss hier. Und ständig die ganzen Sachen irgendwie runterfallen. Super Sache. So, gucken wir uns mal hier kurz rein. Das Gewächshaus, quasi die Einnahmequelle, die uns jetzt durch den Winter bringt. Aber das Polster ist ja auch groß genug. Die sind fast bei 2 Millionen. Also, wer hätte das vor einem Jahr gedacht? Geschweige denn vor 2 Jahren. Sag mal, habe ich hier irgendwie vergessen, was hinzupflanzen, oder... Täuscht das wieder nur optisch. Mal gucken, nicht ist da... Nee, da sitzt was. Alles klar. So. Dann hole ich doch mal die Wintersamen. Ist denn sonst noch was? Warte mal. Nee. Im Hofbuch ist nichts weiter. Gut gemacht. Wie gesagt, ich benutze mit Absicht hier keinen Dünger großartig. Das hebe ich mir wieder für den Frühling auf.
Oh, hier fehlt ja was. Iridium-Werkzeug ist der Hammer. Schaut mal, wie viel Energie ich noch habe. Obwohl ich jetzt hier schon den ganzen Acker gestellt habe. So, da ist er alle. So eine Winterrübe. Und dann werde ich gleich erstmal zu Robin gehen. Und noch ein neues Gebäude in Auftrag geben. Gucken. Immer noch nicht geschlüpft. Und da muss ich mich natürlich noch um die Tiere kümmern. Krobos Geburtstag. So, schnell die Sachen reinbringen. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen schon. Ich habe natürlich wieder viel zu lange gebraucht für alles hier. Und ich muss noch gießen später. Ja, damit unangenehm und schleimig. Sehr schön. Ich heb's mal auf. Vielleicht ist es ja für irgendwen interessant. Ob ich noch weitere Wintersaaten herstellen kann. Den Rest des Feldes noch voll zu bekommen. So, ich nehme mal einen Stack. Davon, davon, davon. Und die Steine hier mit. Oh, und ich muss für Krobos sein Geburtstagsgeschenk noch einpacken. Wow, jetzt wird's schon wieder eng mit der Zeit. Also nicht für Krobos Geburtstag, der ist ja ständig, also der kann ja die ganze Nacht hin. Wilder Meerrettich, das mag er am liebsten. So, erstmal zu Robin, um hier ein bisschen was umzubasteln, umzubauen. Ein tapferer Dizzy draußen in der Kälte. So. Hi. Ich möchte ein Hofgebäude errichten lassen. Aber erstmal möchte ich ein Gebäude bewegen. Nämlich das hier. Und da direkt hin. Genau. Der Brunnen. Macht ja bald hier hinten mehr Sinn eigentlich, ne? Aber einen Teichzugang habe ich da ja überall. Also das ist jetzt nicht, dass das so dringend wäre. Den fand ich ja einfach nur schön. Deswegen habe ich ihn gebaut. Können wir auch hier hinstellen. Wie sieht denn das aus? Aus. Was hier so weit oben ist. Haben die Tiere hier mehr Platz? Aber ist das zu viel? Ist das zu hoch? Man sieht ja dann hier gar nichts mehr richtig. Ne, wir machen das schon mal durchaus. Aber jetzt habe ich es weiter runter getan. Jetzt sieht man den Weg besser. Hatte ich es denn vorher? So? Hatte ich das so? Und so dann?
Oder so. Machen wir es so, damit ich das Pferd vernünftig sehen kann. Das ist ja so der Hintergrund. Ja, aber der Brunnen hier hinten ist doof. Mal hier hin. So. Schleimfarben, das bleibt alles so. Bleibt auch alles so, so. Das bauen wir. Und da lasse ich jetzt hier wirklich Platz dazwischen, dass man hier lang gehen kann. Das bauen wir hier hin. Ja, so machen wir es. Dann macht's das mal gut, Freunde. Ich gehe runter in die Kanalisation. Was man so macht, ne? An so einem schönen Wintermorgen. Ich könnte ja mal wieder im Gemeindehaus vorbeischauen, ob da irgendwas los ist. Die Oma ist da, aber sonst nicht viel. Ja, ist klar. Frau Robin, die Lehrerin. Am 25. findet das Fest. Das Winterstern statt einer Lieblingsveranstaltung. Es ist die Zeit. Ja, dann, sich beschenken, genau. Hängt hier sonst irgendwas aus? Nö. Okay. Ich wollte mal schauen. Eine Winterwurzel. Eine Winterwurzel. 4 Tintenfische. Tintenfische. 4 Stück. Heißt das, die gibt es jetzt? Also, im Winter? Warte, da möchte ich mal gucken. Winter, Winter, Winter. Tintenfische. Am Meer. Tatsache. Versuche ich mal. Na, was hast du so Schönes im Winter? Auch nicht so viel, ne? Ja, ich weiß. Ist halt keine Zeit für Neusaaten. Geschätztester Krobus. Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert, das freut mich, danke. Ja, sehr gerne. Und irgendwann habe ich 20 Millionen verdient und kann mir die Zepter leisten. Und dann kann ich durch die ganze Welt reisen. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg. Aber Krobus ist schon mal, genau wie der Zwerg, ein bisschen besser mit mir befreundet. Und hier unten sind immer noch einige, mit denen ich gerade mal so ein bisschen befreundet bin. Ach, das ist furchtbar. Da muss ich echt noch was machen. Deine Angel-Queste angenommen. Mal gucken, ob es noch was wird. Und jetzt habe ich viel zu viel Kram in den Taschen. Ich glaube, da muss ich früher herkommen. Obwohl, das hier könnte was sein.
Yeah, Tintenfisch. Mhm. Mal gucken, ob wir das schaffen. 4 Stück, dann kann ich gleich in der Kneipe vorbeigehen und die Quest quasi abgeben. Ich hätte ein bisschen was von meinem Erntematerial direkt bei Pierre verkaufen können. Nicht mehr Platz jetzt in den Taschen. Na egal. Eine normale Seegurke, davon habe ich schon lange keine mehr gehabt. Ja, jetzt sind die Taschen voll. Blödi-blöd. Jetzt stehen wir da und gucken doof, ne? Ich will das da nicht wegschmeißen. Vielleicht kann ich, ist das irgendwie noch für irgendwas nütze. Der Matsch. Und ein Apfel. Kann ich ihn auch einfach mal essen. Und wenn ich jetzt noch einen Tintenfisch fange, dann müsste der mit reingehen. Versuchen wir es einfach. Und das ist keiner so langsam wie es hier ist. Und da fangen unten schon unsere Probleme an. Was schmeiße ich denn jetzt dafür weg? Na, aus da. Auch schade drum. Ist alles schade. Hm. Ein Granatapfel? Was für eine Riesenverschwendung wäre das denn? Hm, das ist Müll. Daraus können wir also noch was machen. Warte. Ja, das behalte ich dann doch. Dann nehme ich die Herzmuschel. Gut aus. Sieht sehr gut aus. Hälfte des Auftrags schon mal erledigt. Heiliger Kalamari. Das ist auch wieder einer. Ne, ein weißer Thun. Naja. Schau die weißen. Schau die Kirschen mal weg. Ich habe genug Kirschen. Komm, noch zwei Tintenfische, bitte. Das wäre doch schön. Bloß, weil ich meine Taschen nicht leer gemacht habe. Und jetzt ist es auch noch wieder ein anderer Fisch. Ah, das Holz kann ich nehmen. Den Halbop nicht. Ich hau die Venusmuschel weg. Ausgerechnet jetzt so viele unterschiedliche Fische fangen muss hier. Und was haben wir diesmal? Ja.
glaube ich. Ich muss ja auch noch meine Tiere versorgen. Ich mache jetzt noch einen und dann muss ich morgen wieder her. Ist nicht schlimm. Die Zeit haben wir. Wintersaat. Was brauche ich denn dafür noch? Krokusse, ich glaube, da liegt das Problem. Da habe ich nicht mehr so viele von. Um nicht zu sagen, gar keine mehr. War Lehm, den keiner braucht, aber naja. Nee, geht hier nicht drin, siehste? Schade. Man hätte es auch wegtun können. Ich tue es im Verkauf, was soll's. The Iridium. Ich habe noch nicht mal gegossen. Ah, ich habe noch gar nicht gegossen. Jetzt geht die Panik los. Ja, dann gieße ich auch heute nicht mehr. Das gießt sich nämlich morgen von selber. So. Gelee von der uralten Frucht. Naja. Was die. Gut, es wird schon keine völlige wahnsinnige Verschwendung jetzt gewesen sein oder so. Aber natürlich auch nicht das, was ich damit eigentlich vorhatte. Aber egal. So, erstmal das weg. Dann das und auch das. Fische bewahre ich noch mal kurz. Und jetzt muss ich mich um die Tiere kümmern. Das habe ich nämlich gar nicht gemacht heute. Jetzt wollen sie alle schlafen und ich stiefel hier noch drin rum. Nerve. Mir ist ja Winter, ich kann mir ja Zeit lassen und dann. Ja. Lässt man sich Zeit, ist auch schlecht. Auf jeden Fall bollern die Heizungen ordentlich, das heißt, den Tieren ist nicht kalt, denen geht's gut. Wenn du sie spät melkst, ist. Kein richtiger, wenn man es nicht kann. Ja. Ja, sag mal. Jetzt. Ist doch nicht so blau, mir Mensch.
So, das Ergebnis gibt es dann erst morgen. Das habe ich mir selbst zuzuschreiben. Ah, ich habe jetzt sogar drei. Ich kann sie ja hinterher behalten, hat er gesagt. Das ist gut. Dann müssen wir noch einen fangen. So, Stechpalme ist es. Ich habe keine Krokusse mehr, deswegen kann ich jetzt auch keine weitere Wintersaat erstmal herstellen. Aber die Sachen, die bringe ich jetzt nicht noch rein, weil ich falle nämlich gleich vor Müdigkeit um. Jetzt zum Beispiel. Aber nicht schlimm, ich bin neben meinem Bett eingeschlafen. Oh, dafür gab's gar nichts. Die wirkenden Pflanzen. Wie frech. mal gucken. Das Gelee uralte Frucht. Oh, das ist natürlich trotzdem ziemlich wertvoll gewesen. Aber jetzt im Winter natürlich die Ausbeutung etwas schmaler. So. Ah, irgendwie doch noch ins Bett gebracht worden. Und morgen schneit's. Morgen, Schatz. Morgen, Schnucki. Morgen, Statue. Und guten Morgen, du kleiner Rebell, du. So, wie sieht's denn hier unten aus? Nichts Neues. Baut. Da ist jetzt alles gegossen. Und mit einem Tag Verspätung geht es hier los. Jo Mai. Brudelt alles. Nach dem Motto, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Mache jetzt erstmal hier alles fertig. Den Tieren auch diesmal. Der Wurzel, Kristallfrucht, ja. Das hebe ich mir mal extra auf. Wurzel kriegen. Das Ding und dann noch die anderen beiden. Und vielleicht kann ich hier dann ja auch noch was pflanzen. Tach, die Damen. Ja, wieder einer. Gleiche natürlich.
gestern ein Ei vergessen habe, habe ich heute eins mehr. Oh ja. Aber wenn wir das dann nämlich hier so ein bisschen vergrößern, das Ganze, dann muss ich hier nicht mehr so weit latschen. Also das ist ja nicht weit, aber habe ich halt hier noch, habe ich es hier halt noch näher. So. Sind das alle Eier? Es sind alle Eier. Warum bin ich jetzt hier überhaupt rein? Um diesen Stein abzugeben vielleicht? Und das Erz? Ja, das könnte sein. So, kommen wir hier sogar noch an den Brunnen dran. Auch nicht so super ideal, aber na, gucken wir mal. Vielleicht verschieben wir das auch wieder. Steinzahn kaputt, das kann ich jetzt auch nochmal schnell machen. Und dann zurück zum Meer. Genau hier. Das ist schon wieder gut für zukünftigen Dünger dann. Das Zeug. Habe ich nicht noch so einen Meerestransporter? Warte mal, wie ging denn die? Hartholz, Koralle, Fasern.
Viechel eigentlich hier lassen? Nee, besser auch nicht. Fährt wieder weg, weil Blödsinn. Ich nehme mir die Tintenfische, die ich schon habe, mit. Schwupp. Ich werde sie nicht hier irgendwo einlegen oder so. Nein, das sicherlich nicht. Und dann beame ich mich auch mal zum Strand. Dann wollen wir noch mal schauen, ob es nicht auch klappt. Ups. Rotbarbe ist kein Tintenfisch. Ah, Seegurke. Für irgendein Rezept war die auch gut, deswegen gar nicht schlecht, welche zu fangen davon. Ja, immer noch keiner. Lauf nicht weg, Willi, lauf nicht weg. Gleich hab ich's. Jetzt hab ich's. Nein, doch nicht. Ja, das war klar. Wenn die da ganz unten hängt, hast du da keine Chance. Mein Himmel, Herrgott, sagst du, ich ziehe einen Fisch nach dem anderen raus, aber keinen Tintenfisch. Und das ist schon die beste Stelle hier. Fängt sich die Angel auch noch in blöden Seetang. Pah. Ja, schön, cool, aber ich brauche doch nur noch einen Tintenfisch, bitte. Doch wieder keiner. Ich
schon fast keine Energie mehr. Das wird aber ein. Jetzt nur nicht. Nur nicht versagen. Das ist eine super Seegurke und ich. Nein, es ist einer. Gott sei Dank. Was? Das zählte nicht? Oh Mann. Ich muss mir Seegras reinhauen. Retang. Um jetzt ein bisschen Energie wieder zu kriegen hier. Na komm, dann einen noch. Bitte. Das wäre voll lieb. Könnte. Nope. Verdammt, der zählt meinen einen nicht, ey. Es ist. Verständlich, aber mies. Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Pretty please. Und die Zeit verrinnt immer weiter. Ich fange hier wirklich einen tollen Fisch nach dem nächsten, so ist es nicht. Nur nicht den, den ich muss. Da stehe ich hier auf meiner Seetang-Diät, während die anderen da schön in der Kneipe hängen und frieren hier die Rute ab und ich meine die Chi zum Angeln. Schon 22 Uhr. Ich glaube, das ist einer. Ich will nicht versagen, nicht versagen, nicht versagen. Yes!
Willi muss ja an mir vorbeikommen, wenn er jetzt noch nicht, wenn er jetzt nicht mehr in der Kneipe sein sollte. Aber ich gehe mal davon aus. Da ist er noch. Gott sei Dank. Hey, du hast es geschafft, Svente. Tintenfische sind ein aufregender Fang, oder? Manchmal scheinen sie fast... Ja, ja, sind sie. Oh. Mein 300 Dollar. Was gibt's denn hier eigentlich heute Schönes? Salat. Pizza. Ja, ich schenke Alex mal eine Pizza, da steht drauf. Oh wow, Svente, woher wusstest du, dass ich sowas mag? Das ist nicht so schwer bei dir. Ein Bier kaufe ich auch noch. Hier, für Pam eins. Und für dich ein Salat, komm. Ich bin heute mal richtig in Geberlaune, was Geschenke angeht hier. Und gerade bei Shane muss ich mich mal ein bisschen ranhalten. So Leute, ab nach Hause. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Ich hab den Tintenfisch-Erfolg. Ich hab den Tintenfisch-Erfolg. Wupp, wupp. Das war aber auch schon... Also für Angeln war das ganz schön spannend. Und ein Krokus, sehr schön. Davon muss ich vielleicht morgen oder so noch mal ein paar mehr versuchen zu finden, um noch mehr Wintersaat aufzubringen. So. Haben wir hier noch irgendwas von weg? Weißer Thun. Heringe. Heilbutte. Heilbutter. Butanten. So. Hier muss auf jeden Fall noch ein Tor rein, das ist sonst auch blöd. Und damit ich wenigstens ein bisschen was zum Ausliefern habe, machen wir das jetzt auch noch schnell raus hier. Und dafür ist es so von wegen, oh, Winter, locker, easy, ruhige Zeit und so. Mach ich mich ganz schön. Strecke ich mich hier ganz schön. Ah, ein Diamant ist fertig geworden. So, Tintenfische. Das. Und die Seegurke. Ich habe den Rest des Jahres ja bisher wirklich eher wenig geangelt. Das heißt, jetzt muss ich mich umso mehr ranhalten. Der geht morgen raus. Kann ich das Ding eigentlich woanders anders hinstellen? Da ist es hier irgendwie so ein bisschen im Weg. Kann ich das nicht hier einfach hinstellen? Ach, jetzt muss ich es neu beladen, ne? Ja. Okay. Na gut. Schlaft schön. Heute hat Leines Geburtstag. Mensch, ist ja ein Geburtstag nach dem anderen hier. Brot, Brot. Ich weiß, wie man Brot macht. Heute sind die Geister etwas genervt und wollen wir sie nicht weiter stören. Und ich guck mal diese Kristalldinger. Kristallarium. Zweimal Iridium, fünfmal Gold, 99 Stein, eine Batterie. Da könnte ich eigentlich nochmal ein paar von bauen, oder? Ich muss einen noch oder zwei... Die kleine Rakete. Rakete. Da bist du. Kleiner Wuschelkopf. Kann ich fast schon in der Tasche lassen und dann weiter noch mehr verschenken davon. So, lass mich mal durch, bitte. So. Oh, es schneit wie die Hölle. Grüße, junger Adept.
Dankeschön. Asmodeus. Und da ist das nächste Hütchen. Das können wir dann mit irgendwas ausstatten. Eine Runde Summe draus, komm. Dann stelle ich die hier einfach auf. Hier passen sie sowieso viel besser hin. Und den anderen dann, wenn er fertig ist, wieder hier rein. Können wir ein paar Goldbarren machen. Quatsch. So, hier muss natürlich ein Tor rein. So. Achso. Chimäres Beamer. Pack ich auch mal hier hin. So. Na dann, jetzt. Also, los geht's. Eigentlich bin ich ja ziemlich dämlich. Ich kann ja die Mix-Saat jetzt genauso hier im Winter verwenden. Die funktioniert ja immer. Das ist ja immer passende Saat für was auch immer in der Jahreszeit. So, Obstbäume könnte ich auch kaufen und die hinsetzen. Könnte ich. Irgendwie. Brr. Nee, sie geht doch nicht. Ich verschwende sie gerade nur. Mist. Er zieht sie ab, aber er nimmt sie nicht. Das ist ja blöd. Jetzt habe ich drei, fünf, nee, vier Stück verschwendet. Kann man nicht ändern. Frierkatze, Mensch. So, dann gleich nochmal gucken. Kalender, unser Linus, was mochte der doch gleich wieder? Kaktusfrucht, Kokosnuss, Süßkartoffeln. Süßkartoffelmarker. Da habe ich doch ganz viele jetzt von gerade. So.
das auch schön warm und gemütlich, ja? Gut. Gehen wir jetzt hier rein. Eine muss ja immer außer der Reihe tanzen, ne? So. Und jetzt kann ich hier eigentlich mal wirklich Sichel und auch... Ja, Gießkanne nicht unbedingt. Ne, nur das brauche ich schon noch. Aber die Sichel kann ich hier zumindest mal reintun. Die brauche ich jetzt im Moment sonst für anderes nicht. Dann einmal die Wolle. Die Eier. Oh, eins mehr. So. Ja. Die gehen schon mal raus. Für Leine ist noch mal was Schönes. Eine Süßkartoffel zum Beispiel, da habe ich ganz viele von. Freut er sich. Schnell zurück. Mal 4 Diamanten holen. Die anderen Kristallarien. Ich brauche ja auch keine 10 aufheben. 5 reichen ja völlig aus. Kopiert mal schön. So. Und dann schaue ich mich mal ein bisschen um, ob ich Krokus und ähnlichen Kram finden kann und andere Winterzutaten. Gucken, was er in seinem Zelt. Nein. Prähistorische Handaxt haben wir schon. Irgendwas an neuem Erz. Bisschen Kupfer und ein paar Würmchen. Da presche ich hier durch den Schnee, ey. Pff.
Entschuldigung, Vogel. So, gucken wir nochmal mein Haus vorbei, ob Linus da ist. Hey Maru. Schon ganz runtergehen. Alles sehen will, aber nein, im Handarbeitsraum ist er nicht. Na gut, warum auch? Im Heizungsraum könnte er sein, um sich ein bisschen aufzuwärmen. Niemand weiter hier. Neuer Gemeindeauftrag: Eisenbahn für Demetrius. Das kann ich sogar liefern. Wenn ich da sonst ja ehrgeizig mit bin mit den Dingern, aber einen kann ich ruhig mehr hergeben. Und vielleicht ist er ja auch unten am Strand. Noch 38. Ja gut, ich habe ja auch geangelt wie ein Großer. Jetzt lässt Linus mal nicht an seinem Geburtstag unauffindbar sein. Das wäre doch echt doof. Immer der gleiche Terz mit den Dorfbewohnern hier. Habe ich leider auch schon. Beziehungsweise habe ich schon geliefert, muss ich ja wohl eher sagen. Hier im Wirtshaus treibt er sich ja nie rum. Hier. Hast du noch eine Pizza? Ja. Ich das weiß, ein bisschen kenne ich dich ja auch schon. Lieber Shane. Herr Doktor? Und hier noch ein Salat für dich. Ja, Lia, wie gesagt, ich müsste ihr nur Blumen schenken und dann... Aber das gibt Ärger. Das gibt Ärger mit zu Hause, mit der Regierung. Tja. Ich kann nur hoffen, dass er wieder zurück an seinem Zelt ist. Vielleicht auch oben bei der Bahn oder so. Das ist ja ein freier Mann. Aber eigentlich kehrt er doch abends immer zu seinem Lager zurück. Na, bitte. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Linus und ich sind ja wirklich ziemlich beste Freunde. Nochmal, ob hier noch. Ach, gucke. Wiggelwürmer. Ein bisschen meine verschwendete Saat wieder aufgefüllt.
Oh, ich guck noch mal kurz hier außerhalb, ob wir hier vielleicht irgendwo Glück haben noch. Ja, siehst du, da ist doch noch ein Krokus. Sehr schön. Ich muss schon wieder zu weit latschen, das ist... Bin ich sinnig. Habe ich jetzt gerade nicht dabei. Ach, die Wurzeln. Ich renne schnell hier lang. Können wir uns das nämlich noch holen. Das alles hier noch schnell so ein bisschen in diese knappe Stunde, die ich noch wach bin, noch unterbringen. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Das schaffen wir noch, das schaffen wir noch, das schaffen wir noch. Ah. Schön, eine überlange Folge heute. Mensch. Ich wieder hier, ne? So, jetzt aber. Boah. Nicht umfallen, nicht umfallen, nicht umfallen. Wenigstens das Haus noch schnell. Oh Gott. Oh. Ja, wenigstens schlafe ich im Haus ein. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Tschüss.